Hallo und willkommen zum neuen Let's Play. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ne? Ja, ich teste jetzt gerade mal noch eine neue Aufnahmesoftware, ne? Früher habe ich mal mit GeForce aufgenommen. Jetzt probiere ich mal hier was Neues. Was an die Streaming-Software, die ich auch für die anderen Streams nutze. Jetzt gucken wir mal, ob die Aufnahme was wird. Ich hoffe es ja. Wenn hier wieder irgendwelche technischen Probleme auftreten. Also, wie ist denn der Stand der Dinge für die, die den Livestream, die Livestreams nicht gesehen haben, ne? Hat ja doch hier einiges schon verändert, ne? Also, wir haben letztes Mal hier Feld 34 gekauft. Maschine ein bisschen modernisiert, ne? Und ja, jetzt würde ich mal sagen, wir erweitern Feld 34 hier noch ein bisschen. Da haben wir noch ein bisschen Grünland drumherum, ne? Das können wir ausreizen. Wir machen ja momentan eher Acker. Ja, dann sehen wir Weizen, Gerste. Was war das dritte? Jetzt muss ich auch mal überlegen. Weizen, Gerste sehen wir. Naja, was können wir noch sehen? Sonnenblumen. Genau, Weizen, Gerste und Sonnenblumen sehen wir. Also gut, womit starten wir? Ich würde sagen, wir gruppieren. Also wir pflügen erstmal da das Gras um. So. Müssen wir schon mal Gewichte tauschen, ne? Gut, jetzt nehmen wir den großen hier. Hängen das Gewicht an. Jawohl. Das muss ich gerade mal schauen. Wo war denn? Ah ja. Genau, da steht da ja noch. Ja, ich bescheiß jetzt mal schnell ein bisschen. Soll man nicht, ich weiß. Kamera habe ich jetzt auch mal noch ein bisschen verändert. Auf 70 Grad Blickwinkel geändert, ist glaube ich ein bisschen besser, ne? Naja. Ja, für alle, die den Livestream nicht gesehen haben. Kann ich euch nur empfehlen, war da ganz lustig, ne? Sind immer ganz lustige Leute da. Auch andere YouTuber, ne? Also haben wir es meistens eigentlich ganz lustig. Vor allem meine Zuschauer, wenn meine Technik mal wieder streikt. Ja, letztes Mal haben meine Kids den USB ausgesteckt. Die ganzen USB-Anschlüsse ausgesteckt. Ich habe es einfach wieder eingesteckt, aber. Die Reihenfolge fand das Streaming-Programm dann gar nicht lustig. Dann hat gar nichts mehr funktioniert. Aha, ist auch schon gekalkt. Wunderbar. Steuergerät aktivieren. Ausklappen. So, Drehrädchen einstellen. Tiefenführung. Dann gehen wir auf EHR-Zugkraftregelung. So, jetzt natürlich die große Frage. Das Gelände hier, wie ist denn das beschaffen? Und wie nah gehen wir an die Bäume ran, gell? So ein heikles Thema, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ist denn hier? Uneben. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es zu uneben ist.
Weil dann haben wir ein kleines Problem, hä? So, jetzt fangen wir einfach mal hier an. Senken wir das gute Stück. Jetzt müssen wir noch umschalten, genau. Ach, und schon. Und schon ging es wieder in Tosse, ne? Naja, egal, müssen wir jetzt mit leben. So, da reißen wir hier mal schön alles um. Das ganze Gestrüpp auch gerade mit. Ah, ist ganz schön uneben. Der kann ja zum Glück vorwärts und rückwärts gruppen. Dass wir hier eine einigermaßen saubere Kante kriegen, ne? Ist hier ein bisschen Feinarbeit gefragt. Naja, Felder erstellen ist nicht so einfach. Okay, hier müssen wir jetzt eine kleine Kante einbauen, weil die Kurve hier eine Straße hier eine Kurve macht, ne? Ich vermute mal, da müssen wir das wahrscheinlich aber zuerst noch kalken. Naja, gucken wir gleich mal. So, oder? Müssen wir jetzt noch aufpassen, dass wir nicht zu weit gehen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier einfach mal eine gerade Linie. Was haben wir denn unser GPS, ne? Ach, 90 Grad eingeben. So, hoffen wir mal, dass das funktioniert. Ja, schaut doch ganz gut aus. Schaut doch ganz gut aus. Noch was sind garstige Booster. Das ist die große Frage, wie machen wir es jetzt hier, ne? Thank you.
Ah, da fahrst du drauf, hä? Und ab geht's. Neue Felder erstellen. Haben wir das auch mal gemacht, ne? Ein schöner 800er. Ja, da an der Kante müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Feinschliff betreiben. Das gefällt mir noch nicht so. Das gefällt mir noch nicht so. Tüpfele Schießerle Arbeit ist das jetzt da. Aber wir nehmen es ja genau. Ja gut, da haben wir schon böse Kante drin. Ah. Ja, da macht es halt aber eine Kurve. Na komm. Ah, das ist jetzt wieder so eine blöde Ecke hier, gell? Das gefällt mir gar nicht. Mag solche Ecken nicht. Wo viel runter kriegen wir sie halt leider im Spiel auch nicht hin, ne? Nicht so einfach. Wir lassen es jetzt einfach mal so, bevor man es jetzt da verkünstet. Ne? Machen wir da unten wieder. Da haben wir eine schöne gerade Bahn. Läuft ja. Ein Pseudopflug hier, ne? Im normalen Flug wären wir ja ewig dran, das wäre ja grausig. So ist das halt schon deutlich angenehmer. Was gucken in der Karte.
Na, benötigt jetzt natürlich Kalk, ne? Oh, aber gedüngt ist es. Auch gut, gell? Ja. Na gut, da fahren wir dann einmal mit dem Kalkstreuer außen rum und dann. Dann passt es auch wieder, ne? Das falsche Knöpfle druckt, hä? So leicht geht das. Schnell mal umgedreht. Ja, das Geschoss von außen. Na, ja, schön, schön, schön. Herrlich, herrlich, einfach entspannt. Oh, da ist noch Gras, okay, den Rest. Jetzt mache ich gerade das dann noch. Und dann können wir auf der anderen Seite ja schon mal anfangen, aber wobei das zieht der andere glaube nicht, ne? Ich brauche ja den Traktor für die Sämaschine, shit. Jetzt wollte ich auch noch die Direktsaatmaschine. Ja, mit der Direktsaatmaschine anfangen, aber die braucht ja ein bisschen mehr PS, die packen die anderen zwei Schlepper nicht. Wie viel braucht sie? Ja, die braucht 240. Das ist der Fendt ist der einzige bei mir im Vorpark, der das die Leistung hat. Schade, schade, schade. Ich dachte, das könnt ihr euch jetzt noch zeigen. Naja, gut, shit happens. Dann bleibt es halt beim Felderstellungsvideo. Ne? Dann schaue ich mal, ob das mit der neuen Software was geworden ist. Ich hoffe es ja. Dann kann ich das nächste Mal auch Kamerabild noch mit einblenden, wenn ihr wollt. Könnt ihr es auch mal in die Kommentare schreiben. Oder ob wir es lieber so machen sollen hier und nur im Livestream die Kamera. Lasst mich einfach wissen. Und dann gucken wir mal, wie wir es machen. Ne? Ist ja alles kein Problem. Ah, jetzt sehen wir nur ein paar Bahnen hier.
Ja, dann mache ich glaube morgen mit derselben Maschine weiter. Morgen ist ja schließlich auch noch ein Tag. Ja, geht doch nichts vor Leistung. Da reißt das rum. So, letzte Bahn. Letzte Bahn mit Marzipan. Oh, GPS aus, Gerät drauf. Hydraulikventil einfahren. That's it. So, jetzt haben wir auch mal ein Feld erstellt, ne? Hier quasi oder beziehungsweise erweitert. Haben wir das auch mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es bisher schon mal gezeigt habe in dem Video oder gemacht habe. Na gut, da oben hätte man noch ein bisschen breiter machen können, ne? Hier der untere Ecken, der obere Ecken hier. Mach ich das noch oder mach ich das jetzt nicht? Ja, da macht die Straße halt ein bisschen einen Knick, gell? Naja. Ich glaube, wir lassen es besser mal so. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Bisschen grün da vorne am Rand Staub liebe, ne? Und wieder ab nach Hause. So, dann putzen wir das Geschirr alle gerade mal, beziehungsweise jetzt muss ich auch mal überlegen, ne, die Sonnenblumen, die wollten wir ja da hinten, das ist, da muss ich sowieso pflügen. Muss ich mit, ja, die muss ich mit der Einzelkorndrille sehen, dann brauche ich den ja auch noch. Okay, dann stellen wir den jetzt mal irgendwo hin, ohne den Weg ist. Vor der Anhänger. Anhänger brauchen wir jetzt ja eh nicht. Gut. Und dann tun wir nächstes Mal sehen, ne? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Also ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Hat wieder ein bisschen Spaß beim Zuschauen, ne? Immer schön Kommentare da lassen, wie es gehört. Likes und Abos, wenn ihr noch nicht habt.
mal hier aus dem Kanal noch ein bisschen was machen. LS-technisch. Und ja. Wenn es genauso gut läuft wie mit den Drescher-Vlogs. Oder beziehungsweise es kann ja so weitergehen. Ist eigentlich ganz okay so. Die, die schauen wollen, die dürfen es gern schauen. Die anderen lassen es halt bleiben. Die schauen nur die Drescher-Videos. Bin jetzt auch nicht böse. Passt schon. Also. Dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Let's Play oder Livestream wieder. Ne? Macht's gut. Bis dann. Schöne. Ciao, ciao.